Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Verfolgungsjagd. Diese bekommt man automatisch, wenn man die Quest der Gegner in den eigenen Reihen abgibt. Dann hat man die automatisch abgenommen. Sollte dem nicht so sein, könnte es sein, dass man auch die Quest bei Taelia annehmen kann. Bin mir aber nicht sicher, ich werde jetzt die Quest nicht abbrechen, um das zu testen. Das Ganze passiert in Borallus, in diesem Gebiet hier. Und hier soll man ein Prachtmeer-Streitross besteigen. Das steht hier. Und was jetzt passiert, war bis jetzt immer extrem verbuggt. Das Pferd läuft durch Wände, durch alles, etc. Also es hat extreme Wegfindungsprobleme. Zusätzlich konnte man mit dem Pferd nicht springen, weil dann es verbuggt ist. Mit der 1 springt man. Jetzt hätte ich springen sollen. Ich versuche mal hier aufzupassen. 1. Sieht gut aus mittlerweile. 1. Wenn man nicht springt, passiert nichts Schlimmes. Und 1, sondern man wirft extrem langsam. Dann muss man hier Büchert drücken. Glaubt, es löst es wieder. Und ich sehe, es läuft mittlerweile sehr schön. Jetzt wartet sogar Taelia hier. Oh nein, Triscilla ist es. Taelia ist hier. Gefällt mir, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, Quest ist abzugeben bei Taelia in Borallus an dieser Position. Soweit ich weiß, wenn man die Quest abgibt, bekommt man auch der Unterverfolg der Gegner in den eigenen Reihen vom Questgebiets Erfolg. Ein sündhaft guter Plan. Ich mache das jetzt mal für euch. In der Gefahr, dass ich die Quest nicht wiederholen kann, falls was schief gelaufen ist. Okay. Hat doch nicht dazu gehört. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao.